einfach Arsch. So, nehmen Sie einfach mal Platz hier, bitte schön. Ja? Ist ja kein Kaffeekränzchen hier. Annika war bei mir, sie kann Ihnen das Arsch gar nicht reingeritzt haben. Eins nach dem anderen, ja? Erstmal muss ich Sie belehren, dass Sie als Zeuge die Wahrheit sagen müssen. Wenn Sie was Falsches sagen, machen Sie sich strafbar. 55 StPO. Sie können auf Fragen die Auskunft verweigern, wenn Sie sich selber belasten würden. Ja. Tom Gerlach, 17 Jahre, Sie wohnen in Staubing, sind ledig. Was machen Sie beruflich? Ich habe gerade eine Ausbildung als Elektriker abgebrochen. Es war mir irgendwie zu viel Fummelkran, hatte ich gar keinen Bock mehr zu. Kein Bock, okay. Ja. Ich hoffe, Sie haben sich Gedanken gemacht über Alternativen, oder? Naja. Verwandt, verschwägert, verlobt mit der Angeklagten sind Sie nicht? Nee, aber ich will die Puppe mal heiraten. Also das heißt, Sie sind zusammen? Ja. Waren Sie auch am 7. Dezember mal zusammen? Haben Sie das gesehen? Na, Logo. Wann genau? Ja, so gegen 17, 15. Und wie war sie da drauf? Heiß und scharf, wie immer. Wie lange waren sie dann zusammen? Circa 2 Stunden, dann musste sie schon wieder zurück ins Heim, weil die machen da so einen Stress, wenn man zu spät kommt. Und was haben sie denn in 2 Stunden gemacht? Was macht man wohl in die 2 Stunden? Ich weiß es nicht. Ja, wir saßen an der Bushaltestelle und haben rumgemacht. An der Bushaltestelle, da fummelt sich's wohl besser. Ja, das ist unser Treffpunkt. Da sind wir immer. Hat jemand sie gesehen? Nee, das ist ja gerade das Coole an der Bushaltestelle. Da kommt nie ein Bus vorbei und auch so ist nichts los. Da gehen wir nämlich immer hin, um unsere Ruhe zu haben. Weil bei mir zu Hause stressen meine Eltern und im Heim, da darf man sowieso nichts machen. Das ist doch ein Blödsinn, das glaubt euch doch sowieso keiner. An dem Tag waren die niemals an der Bushaltestelle gewesen. Es war ein Sauwetter, es hat fürchterlich geschneit und saukalt war es auch. Da geht niemand freiwillig vor die Tür. Alter, bring mal ein bisschen Fantasie mit. Da ist ein Dach oben drüber und ich hatte eine dicke Decke dabei. Außerdem haben wir 1, 2 Bier gekippt, da wird dann von Haus aus schon wärmer. Wenn man dann auch ordentlich zusammenkuschelt, dann macht dann der dollste Wind nichts aus. Alter, dass du beim Lügen echt nicht rot wirst. Alter, wer lügt, bist ja wohl du. Die war das nämlich. Die habe ich am Vormittag noch gesehen, wie die voll rumgeflennt hat und über Ralf voll abgelästert hat. Hm, können Sie das mal genauer erzählen? Ja, ich habe sie halt gefragt, was los ist. Und sie wollte unbedingt bei Simone wohnen. Und als ihr Ralf das alles kaputt gemacht hat, weil sie Simone davon abgeraten hat, ist sie völlig ausgeflippt. Und diese Simone, das ist eine ehrenamtliche Mitarbeiterin in dieser Jugendeinrichtung, oder? Ja, ja, die ist da voll beliebt. Die ist sozusagen die Mutti für alles. Weil Line mochte sie besonders. Die wollte doch unbedingt bei der wohnen. Und als ihr Ralf sozusagen den Wunsch irgendwie ins Klo runtergespült hat, ist sie völlig ausgeflippt. Und wie war Ihre Freundin Annika auf Ralf Wild zu sprechen, als sie erfahren hat, dass sie ihr gesamtes ererbtes Vermögen veruntreut und ausgegeben hat? Ja, sie war natürlich fuchsteufelswild, aber auch traurig, ist ja wohl klar. Aber sie hat ja immer noch mich, weil Geld allein ist ja auch nicht alles im Leben. Sie jedenfalls bleiben dabei, dass Sie von 17.15 Uhr bis 19.15 Uhr gemeinsam mit der Angeklagten ununterbrochen an der Bushaltestelle waren. Klar. Okay, dann bleiben Sie unvereidigt, nehmen hinten Platz, bitte schön. Birte Zestmann, bitte. Hm? Wie bitte? Damit hat meine Mann sonst einen Alibi. Ja. Das alles so stimmt. Guten Tag, Frau Zestmann. Nehmen Sie mal bitte Ihr Platz. Ich muss Sie belehren, dass Sie als Zeugen hier die Wahrheit sagen müssen. Wer was Falsches sagt, macht sich strafbar. 55 StPO. Ich belehre Sie außerdem, Sie müssen auf einzelne Fragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten könnten. Sie heißen Birte Zestmann, 32 Jahre alt. Sie wohnen in Staubing, Sie sind ledig. Was sind Sie von Beruf? Kosmetikerin. Na, sind die Ringe alles, was Sie geblieben ist? Von meinem Geld? Die Ringe sind von meinem Ex. Und dass Ralf irgendwie Geld veruntreut hatte, das wusste ich nicht. Ja, und hätte ich das alles gewusst, dann hätte ich mich auch niemals auf ihn eingelassen, geschweige denn mit ihm geredet oder überhaupt ihn kennengelernt. Und er hat nur damals eine Loge in den angesagtesten Club der Stadt reserviert. Ja? Auf dem Tisch, da stand Champagner, der teuerste. Vor der Tür stand ein fetter Porsche. Ja, wer hätte das nicht gedacht? Ganz ehrlich, dass er reich ist. Ich krieg so's Kotzen, wenn ich mir anhören muss, für was für eine Kacke du meine Kohle rausgehauen hast. Und ich sehe von dem ganzen Geld nie wieder auch nur annähernd so viel, wie es am Anfang war, weil du voll Spaß zu dumm bist, um Annika, mir das Ganze verdienen zu können. Es reicht jetzt wirklich, ja? Es gibt wirklich Konsequenzen bei der nächsten Beleidigung, nur dass das mal klar ist. Ja. Aber die Wut ist hätte schon lange gegeben, übrigens, wenn ich nicht grundsätzlich Verständnis für ihren Hass auf ihn hätte. Ja? Vor allen Dingen ist es seltsam, aber die ist mindestens genauso wütend, ja, wie damals vor der Tür bei Ralf. Wann war das? Es war an dem Tag, als Ralf verletzt worden ist. Und es war so irgendwie so 4:10 muss es gewesen sein. Und ja, wie eine Furie an die Tür geklopft und da geklingelt. Ja, und ich, wo ich das halt alles erfahren hatte, bin ich natürlich, habe ich meine Koffer gepackt, weil ich dachte, ich muss einfach hier weg. Ich hatte nämlich keine Lust, mich von so einem noch weiter in die Tiefe ziehen zu lassen. Ja? Was, Birte, was soll das? Du liebst mich doch. Was soll ich denn bitte mit so einem Loser? Glaubst du wirklich, dass ich dich jemals geliebt habe oder was? Du bist nicht nur zu arm, sondern auch noch zu fett für mich. Aber ich meine, das habe ich dir ja vorhin schon gesagt, oder nicht? Ja, jedenfalls haben Sie denn dann der Angeklagten die Tür geöffnet, als sie geklingelt hat? Genau. Ich habe ihr die Tür geöffnet und sie ist natürlich wie eine Furie rein, ja? Ja.
hat rumgeschrien, ich will mein Geld zurück. Ja, tragt Stühle um und zum Glück war es auch noch das Einzige, was in der Wohnung noch vorhanden war. Mhm. Wieso, was war mit den anderen Möbeln? Die habe ich halt ganz schnell verkauft. Wie hat die Angeklagte denn auf die leere Wohnung reagiert? Immerhin muss ihr in dem Moment ja klar geworden sein, dass bei Ralf Will nichts Wertvolles mehr zu holen ist. Die hat natürlich einen Schock gekriegt. Kann ich verstehen, als sie die leere Wohnung gesehen hat. Ne? Na, er hat halt rumgeschrien, ich mache ihn fertig, ich mache ihn fertig, wenn ich ihn wieder bekomme. Und ja, dann ist sie halt ganz schön wieder abgerauscht. Ey, Frau, das Einzige, was in deinem dummen Gelaber stimmt, ist, dass ich da war. Ich habe weder gegen irgendwas getreten, noch habe ich rumgeschrien wie eine Irre. Ich bin ganz normal reingekommen, habe gesehen, dass er nicht da ist und bin dann ganz normal wieder gegangen. Ich wollte nur mein Geld zurück. Mhm, komm, Mädchen, wir wissen beide, wie es war. Ja. Du warst stocksauer und völlig verzweifelt, als du die leere Wohnung gesehen hast. Also ich meine, von normalem Benehmen... Da kann man nicht sprechen. Das denke ich auch. Ich bin absolut sicher, dass genau der Anblick dieser leeren Wohnung bei der Angeklagten es fast zum Überlaufen gebracht hat. Es war nichts mehr da. Absolut gar nichts. Und da sind sie doch ausgerastet. Sie wussten nämlich ganz genau, ihnen ist da völlig klar geworden, dass sie ihr Geld von Ralf Will nie wieder sehen würden. Ich kann das Mädchen ja auch verstehen. Oder man muss die halt mal verstehen. Ich meine, von heute auf morgen, ja, verliert man seine Eltern, erbt eine Menge Geld und dann kommt irgend so ein Nichtsnutz daher und verprasst die ganze Kohle. Also ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte. Du warst doch selbst total sauer auf Ralf, weil er dir den reichen Macker vorgespielt hat und im Endeffekt keine Kohle hatte. Du hast sogar deinen Ex für ihn verlassen, der weitaus mehr Kohle hatte als er. Nur wusstest du das damals noch nicht. Ja, stimmt, das wusste ich nicht. Als er mir aber natürlich damals gesteckt hat, ja, dass er gar keine Kohle hat und mich dann noch um Geld angebettelt hat. Das war natürlich zu viel für mich. Ich habe alles für dich getan, ja? Ich habe versucht, in unsere Zukunft zu investieren. Ich habe versucht, uns ein Eigenheim aufzubauen, dir ein Nest zu schenken und zu geben. Und jetzt? Sehe ich aus wie ein Amsel oder was? Was soll ich denn mit einem Nest? Also, das heißt, Sie sind im Grunde natürlich auf einen reingefallen, der langfristig nicht Ihren Bedürfnissen gerecht wurde. Ich schäme mich total, dass ich auf so einen reingefallen bin. Ganz im Ernst, ich finde es auch voll eklig, dass ich den überhaupt angefasst habe. Können Sie das verstehen? Das mit Annikas Erbe, wirklich, ich wusste nicht, dass er das Geld benutzt hat. Wirklich nicht. Aber das Kriterium, dass ein Mann reich sein muss, ist Ihnen schon wichtig. Ja, es ist mir sehr wichtig. Ich habe Ihnen immer ehrlich gesagt, und ich habe auch mit offenen Karten gespielt, ich stehe auf reiche Männer. Genau, ich habe Ihnen da nichts vorgemacht. Und mit was für Karten hat er denn gespielt? Was hat er Ihnen denn gesagt, woher er so viel Geld hatte? Na, dass er schwer geerbt hat. Ja? Das Geld würde bis an sein Lebensende reichen. Und im Heim, da würde er angeblich nur ehrenamtlich arbeiten. Ja, das war mir sowieso von Anfang an auch ein Dorn im Auge, ganz ehrlich. Und am schlimm, also ganz schlimm finde ich auch diese Assi-Kids da ständig um ihn herum. Und diese Line, ja, also die fand ich besonders schlimm. Also jetzt ist aber wirklich mal gut. Line ist ein ganz liebes Mädchen. Es muss nicht jeder hier dauernd auf ihr rumhacken. Ja, das habe ich auch gedacht. Also Liebe ist was anderes, ja. Liebe ist was anderes, denn ich werde niemals vergessen, wir waren mal am Bahnhof, Ralf und ich, um Freunde abzuholen aus Düsseldorf. Ja, da kam diese Line angelaufen, hat sich an Ralfs Bein geklammert. Es war so peinlich. Wann war denn das? Es war circa eine Woche, bevor das Ganze passiert ist. Und wissen Sie, warum Line das gemacht hat? Ich weiß nicht. Sie hing am Bein und sagte irgendwie wegen einer Truller, hat sie gesprochen, bitte rede noch mal mit dieser Truller. Und es ging um eine Pflegschaft. Also ich bin die Tulla, von der hier die Rede ist. Ich bin die Pflegemutter, die Line aufnehmen will. Mhm. Ich weiß, dass ich nicht dran bin, aber ich kann nicht mehr ertragen, wie auf Line rumgehackt wird. Das tut mir im Herzen weh. Line ist ein ganz liebes Mädchen, das nie eine Familie hatte. Sie wünscht sich seit Jahren nichts sehnlicher als einen Platz in einer Familie. Ja, das stimmt. Vor allem zu Simone will ich so gern, weil ich sie vom Heim kenne und sie ist wirklich nett. Ich kann nur sagen, Line muss ganz schön verzweifelt gewesen sein. Und dass Line stocksauer auf den Ralf Will war, das steht ja hier außer Frage. Ich meine, nach dem Gespräch, das Sie mit der Pflegemutter, mit dieser Simone geführt haben, Herr Will, da wollte sie sich sogar noch mal überlegen. Sie haben der Line sämtliche Hoffnung genommen. Line wollte doch nichts sehnlicher als den Rest ihrer Kindheit bei der Simone verbringen. Ständig wurde sie zurückgewiesen, abgewiesen, zurückgebracht von ihren Pflegeeltern, weil sie es nicht eingliedern konnte. Und dann kommen Sie daher und machen ihr alles kaputt. Ja, und Line hat deswegen auch die ganze Zeit geheult und geflucht. Die war fertig deswegen. Sie hat dich dafür gehasst. Ja, das stimmt, aber ich hab das Ralf nicht angetan. Ich bin nicht so schlimm, wie alle tun. Ja, nee, ist klar. Du bist ja der Unschuldsengel-Person oder was? Mann, Annika kriegt ja so den Ärger, das ist doch nicht fair. Die kriegt voll den Ärger und du kriegst den Mund nicht auf. Du kleiner Keks, könntest hier rausspazieren. Dir wird gar nichts passieren, wenn du es endlich mal zugeben würdest. Du hast doch überall rumerzählt, wie sehr du Ralf hast. Und dass er es noch bereuen wird, dass er dir die große Chance verbaut hat. Also los, sag's jetzt endlich, gib zu, dass du es warst. Line, du kannst es zugeben, dass du dich rächen wolltest. Ich kann es völlig nachvollziehen.
Line, sag bitte, wenn du das warst. Du wolltest doch damit aufhören und neu und ehrlich anfangen. Ich will ich ja auch. Hast du hier wirklich die Wahrheit gesagt? Ich... Hast du doch noch was auf dem Herzen, Line. Weiterhin, du musst dir die Wahrheit sagen. Ich habe versprochen, nie wieder was Dummes zu machen. Und ich habe einmal doch noch was Dummes gemacht. Ich habe Annikas Handy geklaut. Du warst das? Ja. Aber ich muss das jetzt zugeben, weil da ist der Beweis drauf, dass ich mit dem Anschlag auf den Ralf nichts zu tun habe. Was ist denn auf dem Handy zu sehen? Hast du es dabei? Ja. Dann gib's mal her. Das ist der Beweis, dass ich nichts mit dem Anschlag zu tun habe. Ja, und was ist da drauf zu sehen? Ja, der Ralf Will, den hat wohl Annika gemacht, um sie ihrem Freund zu zeigen. Total krank. Es geht im Schluss, das Handy wird beschlagnahmt, ja? Und wieso hast du das nicht längst alles erzählt? Ja, weil ich nicht wollte, dass die Simone das erfährt. Ich meine, ich habe doch versprochen, nie wieder was anzustellen. Aber wie gesagt, da ist der Beweis drauf, deswegen muss ich es jetzt sagen. Es tut mir so leid. Ach, Kleine, du musst endlich mit dem Klauen aufhören. Du verbrauchst dir damit noch endgültig deine Zukunft. Ja, ich weiß, es tut mir so leid. Also, ich habe da Bilder gefunden vom Tattag. Ich versuche mal USB. Anschluss hat das ja wohl, oder? Ja, genau da. Dann versuche ich mal, das hier auf den großen Bildschirm zu legen, damit das alle sehen können. Da geht folgender Beschluss. Die auf dem Handy, auf dem beschlagnahmten Handy befindlichen Fotos vom 7. Dezember 2011 werden in Augenschein genommen und abgespielt. Schauen wir mal. Ich wusste doch, dass Annika mir das angetan hat. Ja, du brauchst dich halt auch echt nicht wundern, oder? Moment, was soll denn das heißen? Heißt das, dass Sie gewusst haben, dass Annika das war? Weiterhin Wahrheit sagen, sie müsste sich selber nicht belasten, 55. Wie wäre es, wenn Sie Alibi zurücknehmen? Das ist alles Quatsch. Mein Handy ist schon ewig weg. Lina hat das schon ewig. Und mit meinem Handy hat sie die Fotos gemacht, damit es so aussieht, als ob ich sie gemacht hätte, weil sie auf meinem Handy sind. Lina, wann hast du dieses Handy genommen? Gestern Nacht. Annika hat es im Waschraum liegen lassen. Nein, das stimmt nicht. Das ist schon ewig weg. Ja, aber Annika, du hast mir nie was von einem Diebstahl gesagt. Schauen wir doch mal auf die Anrufliste hier. Gestern Abend um 22.07 Uhr ist noch ein Anruf vorausgegangen an Tom Schatz. Ich nehme an, das ist Ihr Freund Tom Gerlach. Und laut Anrufliste hat das 12 Minuten gedauert. Das heißt, gestern Abend hatten Sie Ihr Handy noch. Und das wiederum bedeutet, dass Sie es auch zur Tatzeit noch hatten. Haben Sie gestern Abend mit der Angeklagten telefoniert, Herr Gerlach? Nee, ich habe mit Line telefoniert. So ein Schwachsinn! Und über was haben Sie da gesprochen? Weiß ich nicht mehr. Geben Sie mal Ihr Handy, bitteschön. Beschluss, das Handy von Tom Gerlach wird beschlagnahmt. Aus Ihrer Anrufliste ergibt sich, dass Sie die letzten Wochen mehrfach mit dem Handyanschluss der Angeklagten telefoniert haben. Wenn es also so gewesen sein sollte, dass dieses Handy der Angeklagten schon vor der Tat entwendet worden ist, dann hätten Sie ja die letzten Wochen mehrfach immer wieder mit Line telefoniert. Haben Sie dafür eine Erklärung? Ja, ich habe... Ja, also... Ich habe... Wollen Sie noch was erklären, Annika? Nein. Line war das. Basta. Wie Sie meinen. Noch Fragen? Keine Fragen. Beide Handys bleiben natürlich beschlagnahmt. Sie dürfen den Platz nehmen, Sie bleiben unvereidigt. Genauso bleibt der Herr Gerlach unvereidigt und auch die Line bleibt weiterhin unvereidigt. So, Frau Kramer, dann bitte den Bericht der Jugendgerichtshilfe. Ja, also ich habe Annika als 16-jährigen Teenager kennengelernt, der zutiefst verletzt wurde. Und alles, was wir heute an selbstbewussten Auftritten gesehen haben, ist eine Fassade. Also sie macht hier wirklich jedem was vor. Sie ist zwar ohne Mutter aufgewachsen und der Vater hat sie liebevoll erzogen, allerdings auch sehr streng. Und wenn es eine Belohnung gab, dann ist sie eigentlich nur über den materiellen Kanal geflossen. Es ging dann nur immer um Geld in der Beziehung zu ihrem Vater. Ja, die mütterliche Geborgenheit fehlte ihr ganzes Leben. Und seit dem Tod des Vaters hat sie natürlich nichts mehr besessen, außer eben das Geld, außer das Erbe. Annikas Seele ist durch den Tod sehr schwer verletzt worden. Ganz besonders, weil sie sich nie irgendjemandem anvertraut hat oder geöffnet. Und sie versucht immer, die Starke zu spielen, die mit einem klarkommt, der überhaupt nichts irgendwas ausmacht. Aber das sehe ich überhaupt nicht bei ihr. Ja, es mag sein, dass sie reif genug ist, um Recht von Unrecht zu unterscheiden. Ja, dass sie aber trotzdem irgendwie die ganze Tatkraft ihres Handelns noch nicht wirklich einschätzen kann. Und im Fall einer Verurteilung
tue ich mir sehr schwer, eine Empfehlung auszusprechen, weil mir Annika einerseits sehr leid tut, andererseits aber die Brutalität der Tat natürlich nicht weggesprochen werden kann. Mhm. Annika, Schatz, wir schaffen das schon. Ich bin doch auch noch da, okay? Dankeschön, Frau Kramer. Wir haben noch einen Auszug aus dem Bundeszentralregister und Erziehungsregister. Keine Eintragung, die Angeklagte ist also nicht vorbestraft. Noch weitere Erklärungen oder Feststellungen? Keine. Dann schließe ich die Beweisaufnahme, Frau Staatsanwältin, bitte. Hohes Gericht, der Verteidiger. Annika hat wie viele Kinder und Jugendliche im Erziehungsheim viel durchmachen müssen und Schlimmes durchmachen müssen. Sie hat nicht nur ihre Eltern verloren, nein, der Testamentsvollstrecker ihres Erbes, dem ihr Vater vertraut hat, hat das gesamte Vermögen veruntreut, immerhin über 400.000 Euro und einfach so verschleudert. Das Motiv der Angeklagten für die Tat liegt also eindeutig auf der Hand. Ihre Haarklammer wurde im Hundezwinger sichergestellt. Ihre Fingerabdrücke waren auf beiden Tatwaffen. Und sie hatte nachweislich zur Tatzeit ihr Handy noch, auf dem auch noch Aufnahmen aufgenommen wurden von der Tat. Also für mich steht die Schuldfrage überhaupt nicht in Frage. Und auch wenn die Tatauslöser strafmildernd berücksichtigt werden können, einem Menschen das Schimpfwort, Entschuldigung, Arsch auf die Stirn zu ritzen, um ihn endgültig aus der Gesellschaft auszugrenzen, zu demütigen und wirklich aufs Tiefste zu verletzen, das ist eine derartig brutale Rachetat, dass für mich nur eine Jugendstrafe ohne Bewährung in Frage kommt. Ich beantrage daher, Annika zu einer Jugendstrafe von 2 Jahren zu verurteilen. Vielen Dank. Danke, Frau Staatsanwältin. Herr Verteidiger, bitte. Hohes Gericht, Frau Staatsanwältin, der Unterschied zwischen Ihnen beiden zu mir ist, dass Sie zur Neutralität verpflichtet sind, ich nicht. Und deswegen, Herr Will, stehen Sie bei mir sittlich auf tiefster Stufe. Ich habe kein Mitleid mit Ihnen. Sie haben einem armen Mädchen, das beide Elternteile verloren hat, haben Sie das Geld gestohlen letztlich, das Erbe, die ganze soziale Absicherung. Es gibt doch noch 2 Tatverdächtige, nämlich einmal die Ex des Herrn Will. Die ist ja gar nicht gut auf Sie zu sprechen, nachdem Sie sie so belogen haben. Sie hat nämlich gar kein Geld. Und die Line, der haben Sie ja die Zukunft ganz schön verbaut. Mit der Simone, zu der Sie wollte, zu den Pflegeeltern. Deswegen steht für mich fest, im Zweifel für die Angeklagte und deswegen Freispruch. Danke. Danke, Herr Verteidiger. Annika, Sie können selbst noch was sagen. Sie haben das letzte Wort. Wie gesagt, ich war es nicht. Ich finde nach wie vor, dass Ralf genau das Wort Arsch in seiner Stirn verdient hat. Keine Ahnung, wer es war. Aber ich habe überhaupt kein Mitleid für ihn. Ja, dann ziehe ich mich mit den Schöffen zur Urteilsberatung zurück. Im Namen des Volkes verkünde ich folgendes Urteil. Die Angeklagte Annika Fissler ist schuldig der beabsichtigten schweren Körperverletzung in Tateinheit mit Freiheitsberaubung. Paragraphen 223 Absatz 1, 224 Absatz 1 Nummer 2 und 3, 239 Absatz 1, 52 Strafgesetzbuch. Sie wird deshalb zu einer Jugendstrafe von 2 Jahren verurteilt, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wird. Von der Auferlegung der Verfahrenskosten wird abgesehen. Nehmen Sie mal Platz. Ihre Fingerabdrücke am Spaten, Fingerabdrücke am Messer, die Haarspange im Hundezwinger, die Tatortfotos auf Ihrem Handy, und es ist eigentlich völliger Unsinn zu behaupten, dass dieses Handy schon vor der Tat Ihnen entwendet worden sei. Sie haben es überhaupt nicht angezeigt, nicht mal im Heim angezeigt, dass es weggekommen sei. Und außerdem ist mit diesem Handy bis gestern täglich mit Ihrem Freund telefoniert worden. Völliger Quatsch also, ja. Und so halbwegs verplappert hat er sich auch noch. Keine Frage, Sie waren das. Es ist ganz schwierig, wie man hier richtig reagieren soll. Eine beabsichtigte, dauerhafte Entstellung, das wäre bei Erwachsenen Mindeststrafe von 3 Jahren. Die könnte man gar nicht zur Bewährung aussetzen. Und es war auch wirklich barbarisch. Brutal, menschenverachtend. Und sie wollten ihn lebenslang brandmarken. Das ihm sollte wirklich buchstäblich auf die Stirn geschrieben sein, welchen Charakter er hat. Über 3 Jahre, um das zu sühnen, eigentlich bei einem Erwachsenen völlig angemessen. Aber Jugendstrafe, es gibt 3 Gründe, warum man die verhängen kann oder muss. Wenn schädliche Neigungen vorliegen, das heißt, sie immer wieder straffällig geworden sind, das ist nicht bei Ihnen. Wenn es zur Erziehung notwendig ist, aber eben nicht zur Sühne. Oder wenn es die Schwere der Schuld erfordert. Und ich glaube, das liegt hier vor. Und dann muss man sich fragen, kann man die zur Bewährung aussetzen? Ich glaube, man muss sie hier zur Bewährung aussetzen. Im Gesetz steht nämlich, man muss sie dann zur Bewährung aussetzen, selbst eine 2-jährige Jugendstrafe, wenn der Vollzug für ihre Weiterentwicklung nicht notwendig ist. Und das glaube ich ganz und gar nicht. Ich glaube auch nicht, dass sie weiter straffällig werden. Sie sehen nur nicht ein, dass das wirklich Unrecht ist und dass sie hier Schuld auf sie geladen haben. Ja? Es fällt im ersten Moment schwer zu glauben, weil sie keinerlei Reue, keinerlei Mitleid zeigen. Aber ich glaube nicht, dass sie noch mal straffällig werden. Aber wir müssen ihnen klar machen, was das für eine Barbarei war. Und deswegen ergeht folgender Beschluss. Die Bewährungszeit dauert 2 Jahre.
Die Angeklagte wird während dieser Zeit der Aufsicht und Leitung eines Bewährungshelfers unterstellt. Ihr wird auferlegt, an 100 Stunden gemeinnützige Arbeit abzuleisten. Und ihr wird auferlegt, an einem Täter-Opfer-Ausgleich mit dem Geschädigten Ralf Will teilzunehmen. Ich kann mich kaum an den Fall erinnern, wo ein Täter-Opfer-Ausgleich so sinnvoll gewesen wäre wie hier. Sie sind nämlich beide Täter und Opfer zugleich. Und Frau Kramer, da werden Sie ein Stück Arbeit vor sich haben, mal beiden klarzumachen, wie viel sie dem anderen jeweils angetan haben. Gegen das Urteil kann noch innerhalb einer Woche Berufung oder Revision eingelegt werden. Ja? Herr Will, Sie haben das Erbe von ihr in einer wahnwitzigen Geschwindigkeit mit einem für den Erzieher wahnwitzigen Lebenswandel durchgebracht, sodass sie jetzt vor dem Nichts steht. Ja? Sie haben ihre Freundin belogen. Gut, das ist eine, die hat sowieso nur aufs Geld abgesehen gehabt. Und Sie haben noch dazu versucht, der Line den Weg in eine Pflegefamilie zu verbauen. Trotzdem haben Sie nicht verdient, dass da oben Arsch steht. Andererseits, eine positivere Charakterisierung haben Sie sich auch nicht verdient. Heute ist die Hauptverhandlung geschlossen. Ralf Will wurde wegen Untreue in einem besonders schweren Fall zu einer Freiheitsstrafe von 4 Jahren verurteilt. In einem Zivilverfahren wurde er zudem dazu verurteilt, die 400.000 Euro Nebszinsen an Annika Fissler zurückzuzahlen. Tom Gerlach wurde wegen versuchter Strafvereitelung und uneidlicher Falschaussage zu 80 Sozialstunden und einem Freizeitarrest verurteilt. Line Mester wurde in die Pflegefamilie von Simone Stadt aufgenommen.